Ah, wenn er gut weggeschlitzt. Nur noch Kamikaze, das dürfte MNL sein. Außer ihr belehrt mich eines Besseren. Kann man das eigentlich hier? Nein, das geht leider nicht. Vielleicht könnt ihr mir kurz rausfinden, wer Kamikaze ist, ob das MNL ist oder Igor. Das würde mich noch fix interessieren. So, und die Deutschen müssen ja als Terror anfangen. Denkbar ungünstiger Start, aber sie sollten gut im Saft stehen. Mal schauen, was sie hier vor Wien online präsentieren können. Grüße direkt mal B, bisschen angepusht. Sie schieben auch direkt nach. Sie haben 4 Smokes, also es geht auf jeden Fall raus. 3D-Max steht hinten defensiv. Sind aber so quasi zu dritt da. Der eine MZ ist natürlich sehr früh da. Der 3D-Max kriegt auch den First Wave. Bombe kann da relativ safe geplantet werden. Trotzdem eine ganz, ganz schwere Runde zu holen jetzt. Solek hat da noch einen kleinen Joker-Posi. Wenn er nicht gespottet wird, kann er es vielleicht noch machen. Aber da müssen seine Mates noch mindestens einen mitnehmen. Schaffen sie leider nicht. Jetzt so liegt durch die Smoke. Steps könnten vielleicht auch gehört worden sein. Ja, boah, war schöner Headshot von ihm. Boah, 2 kriegt er sogar. Die Smoke hilft ihm jetzt auch. Aber die Bombe war einfach unmöglich gelegt für ihn. Da kann er nicht mehr viel machen. Schade, dass seine Mates da nichts weiter umschießen. Ja, wenn sie da 1, 2 Frags machen, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Trotzdem Minimalziel natürlich erreicht. Bombe gelegt. Von daher kann man damit schon mal halbwegs zufrieden sein. So, die Lags, da kann ich wirklich nichts tun. Ich habe, hatte ja Twitch mal geschrieben, haben wir auch geantwortet. Und zwar meinten die, das eigentlich kann nur an den Viewern liegen. Sie meinten, sobald einer lagfrei schauen würde, oder sobald einer lagfrei schauen kann, dann kann es nur an den Zuschauern selber liegen, bei denen es dann laggt. Was es dann im Detail für Gründe sind, darüber lässt sich natürlich streiten und spekulieren. Aber sobald es bei auch nur einer Person flüssig läuft, sollte es nicht an mir liegen. Wurde mir zumindest so geschrieben. Ja, vielleicht ändert sich nächste Woche ein bisschen was, aber da mal gucken, ob das irgendwie einen Einfluss hat. Und übrigens nicht die Lags vom GoTV mit Stream-Lags verwechseln. Weil der GoTV laggt auch schon ab und zu mal richtig hart. Da kann man natürlich denken, dass der Stream laggt, aber nein, es ist meistens wirklich nur der GoTV. Oh, PHP hat nicht ganz gutes Timing gehabt. Kein Frag bekommen, stehen da auch zu zweit innen. Martel schiebt aber nochmal weg. Oscar übrigens wieder im Lineup vertreten. Bei 3D Max. Alternate hat er eben nochmal Poppe geschoben, schieben jetzt aber doch wieder innen. Ich bin jetzt ein Go, 2 große, 2 kleine. Oh, Felix kriegt da den Frag oben. Oh, schön. Schöne Runde von Felix. Beide Spieler geholt. Kommt da auch gut CDBs rein, ist jetzt aber. Ja. Ist da nicht mehr ganz reingekommen. Boah, krasser Headshot dagegen. Kleine Rampe und Guardian hinten auch erfolgreich. Aber schöner Headshot von Kamikaze, wer auch immer das jetzt ist. Ich hab's noch nicht gelesen. Aber so liegt wieder mit Joker-Posi über Mitte. Und er macht ihn. Uiuiui. Verschießt er aber gut. Hat ihn am Ende doch noch gemacht. 2 zu 1. Habt ihr mir das geschrieben? Moment. Kamikaze ist nochmal das MNL, sein Fake Nick. Okay, danke schön. Gut, also danke. Sollte also MNL sein. So, schön hier die
Anti-Eco gestartet. Oh, wir müssen auf Spot noch aufpassen. Oh, Kapi kann vielleicht die Bombe machen? Nee. Ich meine, er steht da gut. Oh, das zum Beispiel war gerade ein richtig ekelhafter Lag. Und meistens ist es wirklich kurz bevor ein Frag fällt oder irgendwie, wenn die Action geht und irgendwie geschossen wird. Ganz seltsam. So, 2-2 der Ausgleich. Guardian spielt jetzt direkt Ave. So, wieder geht's Richtung innen. Also Attack ist wirklich sehr, sehr, sehr innenlastig. Boah, schade. Die Smoke lag da echt ziemlich gut für den CT. Jetzt wieder der 2-2 Innen-Go. Schöne Flash. Oh, Felix sieht ihn nicht. Guardian schon da. Schön, der Spotspieler jetzt gefallen. Oh, die Nate sitzt gut von Rack, oder? Nee, doch nicht. Oh, holt ihn leider nicht in den Spot. Bombe ist gelegt. Gute Banks von dem CT durch die Smoke. Und er ist nur noch MNL allein. Alle CTs schon im Spot. Ach, oh, krasser Retake. Beziehungsweise krasse Defense. Gut geschoben von 3D Max. Schade, dass da außen kein Frick passiert ist. Und hier... Smoke lag, ich weiß nicht von wem. Vermute mal schon von dem T. Ja, das stimmt, die Gasbehälter war auch damals, aber da waren sie nicht so nervig. Gut, da wurde teilweise so halb vorgespult, so richtig Lags, wo man irgendwas verpasst hat. Aber ich finde die Lags ehrlich gesagt schlimmer. Weil es ja schon relativ oft ist, wenn geschossen wird. Das war ja bei HLTV eigentlich nicht so. Da lief das wenigstens meistens flüssig. Wie gesagt, wenn es nicht gerade so einen richtigen Lag gab. So, Runde ging gar nicht mal so gut los für Attacks. Crystal versucht jetzt noch was am Innen, oder? Innen hat noch die Bombe. Oh, nice. Genau das geschafft, was Crystal wollte. Guardian am Schieben, Kapi am Schieben. Oh, PRP sogar auch. Base kurzzeitig weggeschoben. Und wenn sie jetzt wirklich KG... Jetzt so liegt den Fack... Oh, krasser Shot von PRP. So, sollten sie da zusammen raus... Mitte wurde gesehen. Ah, die Fläche. Das lass mal gar nicht. Mann, jetzt sind die CTs, haben die CTs schon viel zu gute Posis. Gutes Pre-Aim allerdings für den MNL. Aber auch gut gegen. Vielleicht 20 Sekunden noch. 3D Max holt hier richtig viel Zeit raus. Machen sie sehr schön. Ah, Chris schießt da leider. Krass. Sehr stark geschoben wieder von 3D Max. Auch wenn sie da kurzzeitig auf den Fake, der eigentlich nicht mal einer war, reingefallen sind. 4-2 bauen ihre Führung jetzt aus. Attex muss sparen. So, was ich heute noch alles streame? Einiges. Maus zum Beispiel dann um 20 Uhr gegen Curse. Und danach, glaube ich, zweimal Nip. Hab gehört, Nip Team Dell. Nach der Blamage. Also man darf gespannt sein. Oh, nice. Oh, vielleicht kriegen sie sogar den Frick. Boah, schön ausgetänzelt am B. Oh, wenn Solek jetzt noch einen macht, kann es kein MNL vielleicht machen. Ist allerdings sehr schwierig. Schöne Shots von Oscar. Ah, B steht halt nicht ganz so solide. Ich glaube auch Snikes steht dort. Spiegelt sich natürlich auch im Scoreboard wieder. Aber die Retakes kommen eigentlich einfach immer richtig gut. Eltex kann da den Spot einfach nicht halten. 3D Max aber immer schnell am Schieben. Also über einen Fake würde ich es auf jeden Fall nochmal probieren. Ja, ESC gegen Very Games wurde verschoben. ESC ja gerade... am EPS-Finals spielen. Ich
Ich weiß gerade gar nicht, wo die sind, aber auf jeden Fall im LAN. Dürften auch jetzt gerade spielen gegen Max Flowplay, glaube ich. Solix da ein bisschen am Stress machen. Der Rest wieder gleich am Brown Walls einnehmen. Wieder gespottet. Guardian wieder direkt am Schieben. Hier benimmt er kleine Rampe. So, sie haben leider nur zwei Smokes. Ich meine, für kleine Rampe und große würde das reichen. Oh, und Guardian schießt nicht. Macht er sehr schön. Jetzt kommt die Smoke. Kleine Rampe raus. Boah, Snakes ist richtig blind. Wird schon ausgetänzelt. Sehr stark. Push von Rack. Guter Laufweg. So, wo ist Guardian? Am Z wahrscheinlich auch direkt nach einer gefallen. Solik kommt über hinten Base. Also Solik irgendwie immer kleiner Joker. So, nach hinten deckt irgendwie gerade niemand. Wir haben aber gut Raum eingenommen. Boah. So, wo ist Solik? Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Ich habe mit Z vermutet. Boah, er hat da kurzzeitig gesteppt. Schön nochmal da weggestraft. So, große Rampe. Schön. Richtig gut runtergespielt von Attex. Auch wenn das kleine Fail-Step vielleicht von Solek war, aber trotzdem Bombe hat er eh schon sehr, schnell getickt. Also darauf können sich die Teams auf jeden Fall in Wien einstellen wahrscheinlich. Dass Solek da immer irgendwie abschimmelt hinten. Und immer ganz, ganz, ganz verzögert kommt. So, der ist wieder allein am KG. So, zum Glück gibt es den Smokebug nicht mehr. Das ist echt komplett def. Soweit null Kontrolle im Pop, null Kontrolle Mitte. 3D-Max sollte eigentlich mal den Raum dicht machen, wenn sie da wirklich merken, dass Attex da immer innen kommt. Netter ghostet. So, Guardian meistens noch da. Bombe ist wieder im Spot, also man spielt da nochmal gesagt das gleiche. Wollte da Felix, glaube ich, vorschicken. Die Smoke liegt noch gut, aber geht jetzt langsam weg. Boah. Boah, schöner Headshot. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber am Ende doch noch gefallen. So, gut. Große Rampe wird sich nicht gezeigt. Schöne Gegenflash. Boah, Spot fällt. Solik kommt jetzt Set. Boah, schön. Kriegt er wieder einen Frag. Jetzt 1-on-1. Oscar Low. Nice. Boah, aber spätestens jetzt, würde ich mal meinen, wird 3D-Max immer nach hinten decken. Ich verstehe aber wirklich nicht, warum sie das nicht offensiver in der Mitte spielen. Einmal Poppe einnehmen, damit dann vielleicht auch schneller einer von hinten kommen kann. Oder halt defensiv stehen, damit man wirklich zu zweit besser doppeln kann. Vielleicht sogar zu dritt stehen. Vitex stellt jetzt schön um, oder? Ja, sehr gut gegen Poppe. In der Eco blocken sie das. Gut, dann noch einen weggeholt. Vitex aber auch instant drauf reagiert. Guardian. Beste wirklich noch aus der Anti-Eco gemacht. Nur eine Waffe verloren. Also hitten tun sie ja, die Jungs von Attex. Vielleicht nochmal eine Poppe Go. Ne, spielt wieder innen an. 3D-Max juckt das irgendwie nicht. Verstehe ich wirklich nicht ganz, wie sie da nicht drauf regeln. Also, Attex spielt dann nochmal die Runde. So liegt wieder dort am KG. Rest wieder innen. Boah, aber Oscar T-Base eigentlich mal gepusht. Also der Einzige, der ein bisschen was gerafft hat. Ein bisschen was. Bisschen auf das Spiel reagiert.
Und dann kommt die jetzt schon hinten von hinten. Boah. Oh! Da wollte die Steps ausnutzen. Hat's ja auch gemacht. Hat man schon gesehen, der T hat ganz guten Sound. Hat das noch mitbekommen. Man, Attack ist jetzt endlich mal am Rotieren. Schöner Fake jetzt bisher. Solik könnte da vielleicht ein bisschen mehr Raum schon einnehmen. Oh. Timing, Timing, Timing. Oh, hat er ihn gehört? Schön. Macht den Frag. Bombe wird auch relativ safe gelegt. Es sieht gut aus. Solik sollte da vielleicht eher fighten, weil seine Pose ist eh bekannt. Ich bin jetzt alle defensiv runter. 3D Max immer nach da so um Z, sind noch nicht mal raus und entscheiden sich anscheinend auch zu safen. Jopp, da schieben sie weg. Attacks, das auch direkt gehört. Machen da auch die Räume dicht. Könnten sie sogar fast beide Waffen noch kriegen. Stark von Rack. Ah, den zweiten macht er leider nicht. So dick, aber TT-Base schon. Hört die Steps. Boah. Komm, mach ihn. Oh. Die Nate. Na, hat ihn. Oder okay. Macht ihm 19 Damage sogar noch. Führung wieder für Attacks. Der große Meteorit ist auf der Schulter an den Legs. Erfahrung oder was? Nikes tot, Oscar tot. Hey, was ist denn hier? So, sorry. Heute ist aber diesmal wieder am Außen geschoben. Also innen wieder eingenommen, dann zack, wieder zurück. Also gefällt mir, wie sie gerade wirklich alle Freiheiten der Welt auf der Map haben. Muss man aber wirklich gestehen, 3D Max spielt das nicht optimal. Nutzt es einfach aus. Schön die Blätter verworfen. Ja, schön. Tja, da fällt auch Kapi. Siebte Runde schon für Alternate. Geldmäßig sieht es bei 3D Max auch nicht so rosig aus. Was kann ich da noch probieren, auf London zu gehen, aber sonst stehen mir da keine Möglichkeiten mehr offen. Oh. Schöner Schuss von Solik. Wieder Brownwalls eingenommen. Zwei stehen da am Poppe ready. Dürfte wieder ein Innen-Fake werden. Oder andersrum, Außen-Fake. Jetzt schon die Smoke, ja. Auch relativ schnell der Go dann im Kleinen, gefällt mir. So, ein Spot ist angesagt. Schön von ML, muss da wir auch machen, den Frag. Muss haben wir angesagt. Oh, die Smoke liegt gut. Man rackt einfach mit Eiern. Oh, krass. Oh, große Rampe. Oh, der war nicht mal angesagt von dem kleinen Rampenspieler. Krass, also Kommunikation anscheinend auch nicht on the top hier. 8:5 und das, obwohl man die Pistole verloren hat. Erste Equip zwar direkt geholt. Also stand der 2:0 für 3D Max. Und seitdem nur 3 Runden noch bei rumgekommen. Mal ein bisschen da raumdicht. Also Oscar gefällt mir wirklich mit am besten hier. Oh, hat er denn... Was? Aber er hat den Schatten doch gesehen. Schöne Mini-Step. Die Smoke verworfen. Boah, der CD nutzt das aus. Ja, war das... P1
Okay, OP. Guardian auch mit da. Oh, ein Oscar hin. Ah, ne, ist ein Poppe. Wollte schon sagen, ist hinter ihnen. Oh, Timing. Timing, Timing, Timing. Ja, war dann doch noch auf seiner Seite. Tja. Warte, ich weiß es genau, dass sie eingekesselt sind. Jetzt vielleicht schnell Rosgo. Gut geschoben, gut angesagt. Wenn der Spotspieler fällt, ist es gar nicht die Runde möglich. Oh, Four-Spot fällt. Solix im 1-on-3. Oh, ist ja... Ah, da kommt zwar keiner von hin. Da wird nur noch 20 Sekunden keine Bombe. Die ist irgendwo auf Spot-Down. Ah, der versucht es einfach. Hat selbst gemerkt, dass alle genügend Geld haben für letzte. Dass es die vorletzte Runde ist. Und er wollte halt einfach nur irgendwie einen Frag ziehen. Um vielleicht 3D Max da noch ein bisschen wertvolle Waffen abzunehmen. Um bessere Chancen in der letzten zu haben hier, die eventuell 9. Runde klar zu machen. Was, wie oft die diese Taktik heute gespielt haben? Echt krass. Oh, Snikes macht nur einen. PHP hat gesteppt. Felix hat das anscheinend nicht gehört. Wieder Überzeit mit 3D Max. Oh, Oscar wieder Mitte rein. Ist aber innen da noch ein Frick gefallen. Guardian noch am Spot. Oscar macht wieder Poppe dicht. Das ist wirklich der einzige mit guten Laufwegen, mit guter Verschiebeaktion. Deckt man noch innen zu zweit. Oh, Solik will nicht ernsthaft nochmal über KG kommen, oder? Ich meine, die Zeit hätte er fast sogar noch. Boah, an Oscar geht's Risiko ein. Sehr stark. Natürlich auch enorm riskant. Schön. Gut gemacht von ihm. Wurde das Risiko belohnt. Schön, kann den zweiten noch setzen und Solek. CT-Base, wird schon gehört von Kapi. Von Oscar geholt. Krass. Schöne Runde von ihm. Schöne 3K. Scheint hier sich wieder gut ins Team integriert zu haben, nachdem er da vor ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monaten, oder vielleicht einen Monat oder so ist es her, wo er aus dem Team gehen musste. Dafür kam dann, glaube ich, PHP und jetzt ist Uno inaktiv, soweit ich weiß. Und Oscar ist back in business. So, mal schauen, wie Ultimate hier jetzt sich jetzt CT präsentiert. Die Action geht auf jeden Fall am KG. Mit einem schnellen Go, mit einem schnellen plötzlichen Go. Und der hat MNL das Leben gekostet. Oh, schöne Pose da eigentlich on top. Oh, kann leider nur einen machen. Das sieht so aus, als ob Ultimate hier wirklich die zweite Pistole verliert. Boah, der Damage sitzt halt nicht so richtig. Schön von dem T da auf CT Tower geschoben. Crystal auch kein Kit. Keine Weste, keine Nades. Boah. Kassiert dafür die Nade. Ah, schön noch am Rummoven, aber. Das wird er nicht machen. Schöner Schuss von Guardian. Zweite Pistole an 3D Max. Schon wieder gab es den Restart, verstehe ich nicht. Na gut, müssen wir halt selbst aufpassen mit den Zählen. 8-8 der Spielstand. 8 beide. Lol, Job hat TT gegen Spiegel geschrieben, oder? Nett. Boah, die Block-Headshots. Was macht Oscar bitte? Also, so gut habe ich ihn noch nicht erlebt. Oh, lol, was ist Crystal denn? Wie hat er sich denn da durchgesneakt? Oh Mann. Mit dem Kit hätte er vielleicht sogar warten können, bis sie alle wegschieben.
9, 8. Boah. Guter Schuss da. Und der Zug durch. Wieder direkt der Innen-Go. P2000er einfach irgendwie nicht stark genug. Auch P250 macht da keine Tod. Obwohl Oscar PHP beide richtig low sind. Rack wir die leider nicht mehr finishen können. Ist einfach viel zu weit weg und wird vom Guardian schon abgeaimt. Er wird auch sehr wahrscheinlich keine Safen gehen. Haben halt schon CDBs eingenommen. Macht halt keinen Sinn, da oben noch Whitewalls reinzugehen. So, und Rack hat das jetzt auch kapiert. Kriegt seine 2x5, oder? Stirbt er da vielleicht sogar noch? Ne, 15 HP. Alles in bester Ordnung. 10 zu 8 jetzt. Crystal direkt mit Ava, mit Gegen-Ava, ja, gegen Guardian. Smokes und Flashes. Wow, wie blind Felix da ist. Huch. Gegenflash sitzt und auch 3D Max, aber nur ein Fake. Jetzt in die Füße gesehen. Oh, so liegt mit direkt auf 10 HP geschossen. Die Nate, oh, starke Nate noch von ihm. Gegenflash auch solide. Oh, Crystal vom Z. Sind noch alle dort. Oh, Sole kriegt da keinen. Und da wurde gerade irgendwie komisch gemoved am Z. Da wollte man sich noch irgendwie durchlassen. Das hat vielleicht gerade Crystal and Frack gekostet. Boah, kam direkt erfolgreich mit Felix, der da schon vor dem Spot war. Boah, scheinbar weiß man da, dass einer über Z kommt. Ah, aber Spot stirbt auch schon jetzt. Ja. Macht PHP das, genau das, was Solik davor in die ganze Zeit gemacht hat. Also man verwendet hier die eigenen Mittel quasi. So, das heißt nochmal Echo für Alternate. Oh, ein Rack, 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 Rack. Boah, schade, jetzt kriegt der Frack nicht. 6 HP noch bei Kapi. Ach, schön geschaut. Oh, nice. Das können sie sogar holen. Felix schiebt gut aufs Spot. Vielleicht gleich die Füße, vielleicht gegen. Oben hat einer das Duell. Nice, und der gepusht. Kommt sogar an die Waffe. Fuckt da noch ein bisschen ab, wenn er das Duell gewinnt. Wichtiges Duell. Und wird leider verloren. Felix noch am Spot. Oh, da muss er jetzt einen machen. Er muss einen machen. Oh, er moved weg. Oh. Oh, ist er bekannt? Nein. Oh. Das war knapp bei Felix. Aber ist alles gut gegangen. Gut gegangen, hat alles funktioniert. Pistol, nee, ja, Eco Win von Attacks. Neunter Runde overall für die Deutschen. Oh, schöner Booster auf dem Zaun. Boah, gute Nades gefangen am Ende.
Hat auch Support von Solek. Oh, die Steps nerven mich unglaublich, diese Fake-Steps. Solek darf der jetzt nicht in die Arme reinlaufen. Weggesmoked. Das ist ein Fake am Ende. Ach gut. So, KG auch angesagt. Somit weiß man eigentlich, dass das ein Fake war. So, da kommt aber kein Go. Somit schiebt Alternate auch direkt rüber. Crystal dann mit seinem zweiten in der Runde. Boah, kann zumindest mindestens zwei ansagen. Die Nades super. Boah, Crystal mit seinem dritten. Und letzter am Spot, den kann sich so leck. Oh, wow, wow. Schon wieder so eine Bratzaktion von ihm. Trotzdem wieder mal alles gut gegangen. Anschlussrunde für Alternate. 10 zu 11. Zum Glück wurde jetzt die Bombe auch nicht gelegt. Das hätte 3D-Max hier kaufen können. So reicht's nur für ein paar Flashes. Versucht da mal einen Restart zu machen oder so. Laufen, dass das irgendwas behebt. So, krasses Opening wieder von Oscar. So, Lick hat innen dicht. Okay, go. Felix macht ein. Reflect von Crystal. Sehr schön. Ist da noch am Spot. Solek kann von hinten kommen. Bombe wird schon gelegt. Schade, dass Crystal jetzt schon stirbt. Und Snakes macht er auch von hinten. Weitere Führung für 3D Max. Over steht sie jetzt 12 zu 11. Also jetzt konnte nochmal kaufen. Molly bei Solek. Auch allein innen, macht also gewissermaßen Sinn. Oh, direkt der Go. Oh, und Molly abgeprallt. Somit komplett wasted, quasi. Kann auch nur einen machen, das ist eigentlich zu wenig. Mates sind auch jetzt erst da, er war da wahrscheinlich selbst von dem Rush überrascht. Ha, von dem Rush überrascht. Oh, Kami passt gut auf RML. Sehr schön. So, und jetzt gute Chancen, den Retake durchzuziehen. Schön der PHP aus dem Spiel genommen. Spots. Fällt auch und nur noch Guardian. Kleine Rampe. Der macht das genau richtig. Geht auf Frag. Oh, verschießt da leider. Und jetzt muss er da doch sterben. Schön. Ausgleich wieder. 12 beide. Ah, haben alle auch Kit. Auch wenn es knapp war, aber die Runde geht an Alternate. Ich bin nicht direkt auf dem Server. Das ist nur der gute Slam. So, die Runde wäre jetzt mal enorm wichtig.
Fake Steps. Das ist ja nur schlimm geworden. Okay, ich raff gerade, dass ich wieder die Kameraperspektive vom Slam bekomme, wenn ich hier auf Auto Director switchen will. Dieses Flash war so perfekt. Schöner Pick von Guardian. Aber es ist ein Fake. Mitte geht's raus, Poppe geht's raus. Er kann da noch einen machen. Schöner Frick. Gut 3 und 3 rausgespielt. Oh, MTW, MTW, MTW. Oh, er sieht am Spot. Mini-Pixel. Schön. So, einen wissen sie Bescheid. Problem ist, sie wissen nicht, dass MTW einer steht. Oh, der wird jetzt ausgemoved, oder? Oh, er zieht immer noch nicht nach hinten. Jetzt erst, jetzt Posi bekannt. Beide mit Kids. Oh, Rack zieht den Frack leider nicht. Oh. Schade von Rack, aber da müssen sie irgendwie beide fix drauf oder so. Es ist doch irgendwie komisch, dass der vordere Spieler anfängt zu diffusen und der hintere ihn decken soll. Finde ich komplett falsch rumgespielt. Ich sollte der vordere da Druck machen, weil er natürlich schon näher am Gegner dran ist. Ah, jetzt sieht 3D-Maxi ein bisschen davon. Aber bei davon eine Runde Vorsprung. Alternate aber nicht ganz so gut equipped. Zu schnell KG-Go. Mit L ist da richtig blind, hat glaube ich auch schon einen durchlaufen lassen. Oh, er ist neben ihn. Oh, er pusht nicht hinterher. Oh, wird jetzt gesehen von dem T. Oh, er muss sich da sogar. Nette Seitenvertauschung. Oh, jetzt haben sie richtig Probleme, es wird auf eine Seite geholt. Eieiei. Aber sie haben so viel Schaden gemacht. Vielleicht ist die Runde noch drin. Sehr schön. Solig über Base. Ja, da hat er ihn gesehen. Oh, und Solig 102. Bombe noch down. Jetzt gepickt. Wird wahrscheinlich hinterm Spot gelegt. Oh, schade, Pose jetzt bekannt. Headshot. Und jetzt so noch Snikes. Oh, er pusht schön auf die Kupplung dort. Auf diesen Stopper. Boah, so dick. Weiß, wo er ist. Er hat einen Kit, er hat einen Kit, er hat einen Kit. Zieht er wirklich durch. Oh, gib ihm Headshot. Boah, der macht's. Das reicht, oder? Ja, das reicht locker. Alter, wieder der Ausgleich. 13 beide. Was ein spannendes, enges Match hier. Oh, 3D-Max muss sogar sparen. Das ist einfach ein Bambusrohr. Oh Mann. Sehr schön. Oh, was ist denn mit Felix da? Oh nein, die wollen mir jetzt nicht erzählen, dass sie diese halbgare Eco holen. Ja. Och, Solig muss es wieder machen. Kapi Low, Oscar Low. Beide dürften sogar nicht mal Weste haben. Oh, hat den MTW wahrscheinlich schon gesehen. Oh, nice. Und jetzt 1-on-1. Beide mit Low HP. Solig hier mit dem minimalen Vorteil, dass er noch Weste hat. Aber die wird ihm in der Situation auch wenig bringen. Solig move da gut. Kapi hat so langsam aber sicher keine Ahnung, wo der Gegner ist. Und Solig grenzt sich das immer ganz gut ein wieder. Oh, er liegt zeitlich am Spot gleich, oder? Ach, er vermutet ihn halt komplett T-Base irgendwie. Oh, jetzt läuft ihm in die Füße. Oh. Gut gemacht. Gut einfach auf die Steps einfach weiter reagiert. Hat er komplett richtig gemacht. Solange er da nicht irgendeinen Bomb-Sound spielt, gibt es eigentlich keinen Grund rumzuziehen. Sehr schön gemacht von ihm.
Artenet geht wieder in Führung. 14 Runde bei ihnen auf dem Konto. 3D Max wieder Waffen. Das war wirklich gerade nur eine Teil-Eco. So, Brownwoods wird eingenommen. Ach komm. So, Link spielt das da allein. Aber relativ seltsam. Hat er, muss da beide Seiten decken. Sehr unorthodox. Ah, okay, jetzt hat Crystal dort. Zu zweit verschoben. Rack pusht durch die Smoke. Kriegt ein. Boah, Rack macht den zweiten. So, KG aufpassen, da steht Dings noch. Crystal. Und es kam Mitte raus. Oh, MTW, MTW, MTW. Ah, MNL. Boah, hat den richtig low geschossen. Gute Ausgangslage für Felix, jetzt den Spot zu klären. Boah, nice Headshot. Zweiten reicht noch. Die Mates. Schön. Nice. Und Alternate holt sich das Draw. 15-13. So, 3D Max hat wieder kein Geld. Sehr gute Ausgangslage jetzt hier, den Sack zuzumachen und den ersten Sieg hier in der Liga einzufahren. Gegen Alternate, das Spiel wurde ja letzte Woche leider verschoben. Habe ich gerade gegen Alternate gesagt? Ich meine gegen NiP. Das wäre ja eigentlich das Auftaktmatch geworden. So, noch eine letzte verzweifelte Außen-Go. Mag am Spot. Ist ja nicht wirklich blind. Schon gut Schaden gemacht an 3D Max. Nettes HE da über Bande. Kann ich so auch noch nicht. Hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Keine Chance hier für die. Serben sind sie ja nicht. Er ist vorbei. Gratulation an Alternate. Solide Vorstellung. Bin ein bisschen enttäuscht gewesen von 3D Max CT-Leistung. Wenn sie dort ein bisschen besser auf das Spiel von Alternate reagieren, einfach mal ein bisschen, ja, sich drauf einstellen, dann hätten sie da wesentlich eine bessere CT-Seite gespielt. Ja, aber sie waren halt einfach nicht wirklich gut drauf. Als T hat es eigentlich soweit gepasst. Haben halt beide Pistols verloren. Und dafür dann 16-13 zu verlieren, ist natürlich bitter. Also von daher ist es eigentlich dann doch ein ganz gutes Ergebnis von Alternate. Vielleicht hier und da als CT ein paar Runden fallen diese Anti-Ecos, aber ansonsten war es eine solide Leistung. So, das erste Spiel ist somit abgeschlossen. In wenigen Minuten, jetzt mal so 10 Minuten, dürft ihr weitergehen mit Mousewords gegen Curse. Bleibt also dran, wir wechseln die Liga. Allerdings nicht das Spiel.